Gurkenmorgen-Jungs und andere, die an den Füßen kitzlig sind. Leben ist manchmal starke Schmerzen. Aber dann kommt Leben und gibt dir noch größere Schmerzen. Und dafür solltest du dankbar sein. Anyway, ich hoffe, euch hat das motiviert und genießt das Video. Lasst gerne ein Like und ein Abochen da. Und wie immer, euren Lieblingsfuß kommentieren. Ist es der rechte oder der linke? FM, let's go, Jungs. Renegade live. Da bin ich jetzt interessiert, Digga. Seht ihr MC Gurke? Die haben einen MC Gurke und er spielt gerade League of Legends. Johnny auf 1. Das sind seine Pronomen. Nice. Die haben TikTok, wollt ihr mir sagen. So, was haben die denn? Habt ihr Bock auf den Server bekommen dadurch? In den Worten von Best Prices, krankes RP. Henry Gurke. Oh. What the fuck? Digga, was ist das? Hosen? Ich sehe meine Hosen nicht! Ich nehme einfach die hier. Schuhe, ich ändere einfach. Wer weiß. Augenbrauen, okay, interessant. Haare? Schlechte Pisser, mach mich krank. Okay, fuck it. Ich nehme einfach die hier in blond. Und dann f***t euch alle. Oh. Dann gehe ich jetzt auch mal nochmal mit diesen Menschen da hinten reden. Okay. Digga, ich gebe da einfach jetzt mal 30 ein, weil länger werde ich hier sowieso nicht bleiben können. Ah, okay. Fahrzeug? Waschen? Interaktion? Okay, das ist ein geiles System, muss ich sagen. Das habe ich bei 5M auch noch nicht gesehen. Entschuldigung, der ist alles in... Oh, okay. What the fuck? Entschuldigung, der ist alles in Ordnung. Wer fährt die MD einfach? Und was hat der Boden ihnen getan? Sie haben vorhin voll auf den Boden geschossen. Fahr hinten. Jungs, ihr seid weird. Warte. Okay. Also das war jetzt komisch. Hast du irgendwie in die Hosen geschissen oder warum gehst du so? Boah, ich war bewusst, ich hab Krücken 15 Minuten lang. Digga, also ich werde nicht irgendwie jetzt lügen, aber da läuft scheiße links dein Bein hinunter. Was? Digga, dein Darm, dein Schließmuskel hält das nicht mehr aus. Okay. Oh scheiße, Digga, du machst eine ganz schöne Pfütze hier. Soll ich dich irgendwo hin mitnehmen oder so? Verkrüppelter alter Mann. Wie bitte? Der ist auch Krücke. Ey, mach dich nicht über die Behinderten hier witzig. Das gehört sich nicht. Nur weil er eine Krücke hat hier. Ja und, der hatte halt eine Krücke. Ja eben, du hast dich gerade voll witzig über den gemacht. Ich hab gesagt, Chains auf Krücke oder was? Also, ja eben, was soll die Scheiße, Digga? Was willst du jetzt von mir da, ja? Ja, Digga, du beleidigst ja einfach Krüppel. Was soll ich davon halten? Ist das mein Problem oder dein Problem, ne? Wie, das ist auch mein Problem, sowas so. In Auge von Ungerechtigkeit, da wird mein Bein ganz, ganz steif. Boah, krass. Ja, weißt du, was noch steif wird? Meine Eier, denn mein Schwanz funktioniert nicht mehr so, deswegen. Nimm mal die Hände hoch, du Wichser. Du kannst das alles nicht wegen deiner Schwulheit oder sowas, keine Ahnung. Nein, du hast keine Waffe, ich sehe sie nicht. Du lügst. Okay, er lügt nicht, er hat eine Waffe. Ah! Wir vergessen die Sache, Bruder. Lass dich jetzt ziehen, netterweise. Aber will ich dich nochmal hören? Ja, okay, mach ich nicht. Das war Spaß. Das war nur für den Spaß, weißt du. Ah, hallo. Hallo. Wie ich sehe, hast du einen schönen pinken Wagen. Ja. Das kann ich unglaublich genau sehen. Ist das dein Wagen gewesen gerade eben? Ich dachte, das wäre ein Schlüssel. Nee, das war der Wagen. Digga, wie geil ist denn der Wagen? Sympathisch. Hast du dich für Pink bewusst entschieden, oder? Nee, also wenn du die Felgen siehst, das sind Patrick-Felgen und ich habe das eigentlich nur wegen den Patrick-Felgen gewählt. Sympathisch. Ah, da ist der Krüppel. Man sieht sich Krüppel, ne? Ich Krüppel. Weil du verkrüppelt bist. Bist du dumm? Bist du der Krüppler? Scheiße. Ja, leck mich, Digga. Nein. Friss meine Klöten. Lass mich in Ruhe. Ich will kein Geld. Geh weg, sie Obdachloser. Ah! Aussteigen oder das Knall. Okay, fuck it. Run. Ich hab keinen Bock auf dich, mein Junge. Ah! Du Schwanni-Lecker. Digga, jetzt chillen die hier, oder was? Ach, die schwanzlosen Kinder, ey. Medic. Vor der Hochhütze, du musst kurz warten. Mach deine Arbeit. Mach sie doch schneller. Medic, hast du Fesseln? Ich glaub, ja, warte. Kann mich mal sowas von fetti Eier lutschen. Der Server ist jetzt nicht so geil. Jetzt chillt mal, Alter. Also Hilfe. Easy. Komm. Cringe-ass Deutschrap. Charakter erstellen. Ich sehe jetzt schon wieder mein Gesicht nicht und ich feiere es. Okay, ich bin zufrieden. Digga, was bin ich? Ich fahre die kostenlose Variante, denn Geld ist mir wichtig. Jeder, der 5 Sekunden länger ist, auf Henrys Arsch hier geschaut hat, der sollte ein Like und ein Abo da lassen. Was haben wir hier? Ist da jemand drin? It's free! Meiner! Hallo? Was ist los? Sir, Sie parken da auf eine Nicht-Parkzone. Sehen Sie das nicht? Also, dass man sagen, wo ich parke und wo nicht? Nein, aber der Staat sagt das, weißt du? So, mich ist geil. Ich sehe schon, also, du hast schon einen richtig fetten, geilen Mercedes. Was hat der denn an? Soll ich dich abstechen, oder was? Siehst du da durch überhaupt irgendetwas? Ja, ich sehe, wie unglaublich hässlich du bist. Abo!
Okay, ich mach Spaß, ich mach Spaß. Abo, wieso habt ihr eure Farbe? War absolut Spaß. Lass ihn los, lass ihn los, lass ihn los, lass ihn los. Lass ihn los. Ah, okay, nein, ich mach nur Spaß, ich mach nur wirklich nur Spaß. Geh weg, geh weg. Geh doch schon weg, Daddy. Daddy, Polizei, wo seid ihr? Nein. Stehen bleiben oder es knallt. Oh, okay, 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 okay. Ah! Der arme Digga, der ist glaube ich nur auf der Stadt. Der tötet den direkt, ja, der arme. Ist schon IQ von wirklich Kindergartenkindern. Der ist leider kaputt. Wie, der ist leider kaputt, Digga? Oh nein, der bringt mich in der Ecke und macht schlimme Dinge mit mir. Du kannst hier nicht mehr bewusstlos sein. Hört ihr das? Ah! Ja, lass mich einmal in der Luft fliegen. Yeah. Warum hat er mich jetzt getasert? Immer noch kein Pult. Schade. Das wird nichts mehr. Wie, das wird nichts mehr, du inkompetentes Stück Medic! I can't take this shit anymore. Du wirst in 0 Minuten automatisch wiederbelebt. Wo? Wo? Das ist ja geil. Digga, also was ein geiles System, Digga. I'm going literally crazy, Digga. War ich auf Deutschland Roleplay gebannt? Ich glaube nicht. Probieren wir nochmal deutsche Roleplay. Ich will da auch mal gebannt werden, Digga. Wird langsam Zeit. Nee, ich kann das nicht mehr. Ich habe genug von diesen Liedern. Ah ja, ich vergaß. Da habe ich einen kleinen Rage-Zusammenbruch bekommen, wie eventuell manche gesehen haben. Oh, der ist selber noch da. What the fuck? Wie lange steht der da schon? Ich kann ja rein theoretisch sogar eigentlich diesen hier machen, ne? Wenn ich hier schon so eine schöne Waagele habe, dann kann da auch der Brietele werden. Landwirt Henry macht sich auf den Weg. Ja, das ist das Feeling. Das Landwirt-Lifestyle. Komm, öffnen wir die Toren. Schönen guten Tag, Kollegchen. Vorzahl, hä? Dann rede ich mit dem mal und schau mal, ob es funktioniert. Ja, guten Tag. Arbeiten Sie hier? Ja, ich bin aber gerade nicht in Dienst. Weil der Sportsaler da hinten, der will mir nicht da helfen. Was brauchen Sie denn? Ich hätte gern mein Burger da braun. Ich muss schauen, ob es das geht. Haben Sie keinen braun? Ja, ich muss schauen, ob man den umlackieren kann. Ich will mal schauen, ob man den umlackieren kann. okay, also einfach ganz schnell. Ist ein ganz schön schweres Gerät, ne? Also einfach nur im Braun, hä? Ja, genau, wenn es geht so. Ein bisschen brauner geht noch. Ja, ja, wir kommen braun sehr nah. Das ist braun. Weil kannst du actually jetzt versuchen, noch brauner aussehen zu lassen? Aber eins muss ich sagen, haben sie dir irgendwie tiefer gelegt oder so? Nee. Ja, seitdem sie drin sind, sieht er mir irgendwie ein bisschen tiefer aus. Ey, jetzt haben mein Braun weggemacht. So. Perfekt. Aber ich will nur kurz was schauen. Könnten sie da auch eventuell so ein bisschen irgendwie schneller machen oder so? Warte kurz. Ja, der muss flitzen hier. Geh nämlich mit auf die Demos, weißt du? Das heißt Turbolader und Lackierung. Ja, genau. Also dann machst du für die Lackierung 5000 und Turbo auch 5000, 10.000. Alles klar, dann steigen sie aus. Ich gebe ihnen das Geld. Allerdings ist er gerade eben wieder rot. Ich weiß jetzt nicht. Ja, ja, ich hab's noch nicht gemacht. Dann danke nochmal, Kollege. Ja, das ist wirklich sehr, sehr lieb von Ihnen. Was ist das für eine Scheiße hier, Alter? Ich habe Rücksicht auf Inkompetenz. Sowas liegt mir im Blut. Du kannst mich jetzt langsam am Arsch lecken. Also, dieses braun, oder? Noch ein bisschen brauner. So. Dankeschön. Das ist braun genug. Ich hoffe, diesmal bleibt's, ja. Weil natürlich, wenn man jetzt ein bisschen dümmer ist, dann bleibt's manchmal nicht. Wenn Sie ein bisschen dümmer sind, dann fällt Ihnen gleich den Kopf ab, wenn Sie so weitermachen. Chill mal, Digga. Bist du dumm genug und verstehst nicht, was ich damit meine, oder? Ja. Ah, dankeschön. Ich war mir kurz unsicher. Was? Ja. Moin, Dude. Oh, den hat er gleich erwischt. Ach, heilige Scheiße, Digga, der hat dich ja voll erwischt. Ach, heilige Scheiße, der hat dich ja voll erwischt. Ey, Kollege, ich wollte dich noch fragen, du arbeitest ja noch hier, oder? Ja. Ja, ich wollte fragen, eigentlich bist du irgendwie so Chef oder sowas? Kannst du irgendwie wegen Bewerbung, wollte ich mal schauen. Das ist mir ehrlich gesagt ernst. Also ich frage dich, warum sie jetzt wegrennen. Hä? Ist bei dir alles in Ordnung oder so, Kollege? Also jetzt. Geh doch den anderen auch. Digga, ich will dich doch fragen, ob du... Hallo, sag doch einfach ja, nein. Was hast du denn? Kann man sich beim ADAC bewerben so? Ja. Kannst du irgendwie da sowas klar machen? Weil ich dachte mir so... Nee, da musst du selber heute nichts nehmen. Aber niemand hier muss um Fragen gehen. Ich verstehe dich halt so schlecht. Du sprichst gerade ein bisschen dumm. Aber ich dachte mir, wenn jemand wie du angenommen wirst, Digga, dann wird dir sowas so ich sowas dann angenommen. Du machst ja jetzt nicht so unbedingt die große Arbeit, ne? Naja, auf jeden Fall, man sieht sich dann, Dylan. Ich hab meinen geilen Traktor. Fuck der Police. Moinsen, haben Sie denn eine schöne Fahrt gehabt? Alles klar, also... RP! Was soll man dazu sagen, Digga? Wenn euch das Ganze trotzdem gefallen hat, nicht vergessen, gerne ein Like oder ein Abo dazulassen, Jungs. Ich hatte große Schmerzen, diese Aufnahme, aber trotzdem werden wir diese Scheißaufnahme gehen und dann Gold machen. Küsse eure Herzen und ansonsten, ne? Dranbleiben, wenn das nächste Video rauskommt. Und man sieht sich. Adios!